Top 10 der PS-Protze bei den PS-Profis. Sie sind schnell, sie sind fett und na klar, sie müssen protzig sein. Der Tacho geht nur bis 200? Ja. Das geht gar nicht. Weil für das Geld erwarte ich eine Cobra, die... Auf der Straße machen sie kurzen Prozess und dulden keine Konkurrenz. 530 PS könnte ich mir sehr gut für mich natürlich vorstellen, absolut. Hier sind die Plätze 1 bis 10. Feuerfrei. Der erste PS-Protz kommt aus Spanien. Mehr Emotion. Mehr Emotion heißt mehr PS. 310 im Seat Cupra. Wie viel ist denn jetzt 310? Ist das jetzt, hat mein Auto 310, meinst du? Eher nicht, oder? Der ist natürlich auch eine gefährliche Waffe und der hat eine schöne Beschleunigung und der hat auch schon Dampf und dann Hammer. Der Flitzer der spanischen VW-Tochter ist tiefer gelegt, 9 Jahre alt und soll 15.499 Euro kosten. Cupra steht übrigens für Cup Racer. Dieser Hispana-Import kommt allerdings aus Griechenland. Warum Griechenland? Sind da etwa etwas vorfahrentechnisch so? Nein. Ich sag mal, ihr wisst, wie die Wirtschaftslage da gerade so ist. Und so eine bist du also? Nein, wir helfen doch gerne. Eiskalt ausgenutzt. Geht zum Griechen hin und sag, pass mal auf, mein kleiner süßer Freund. 1000 Euro. Abgasanlage? Also der hat die... Miltec? Genau, Abturbo. Eingetragen? Nein, noch nicht eingetragen. Dieses Fahrzeug hat noch keine deutschen Papiere. Warte. Das ist ja geil. Offenes Ansaugkit von der Firma Engine. Der TÜV-Prüfer, der wird dich mit offenen Armen begrüßen. Der wird sich denken, ja, auf das Auto habe ich heute gewartet. Das brauche ich. Schubumluftventil auch noch hier ein offenes. Das Ding ist ja manuell. Das ist kein DSG, ne? Boah, auf uns kommen gleich bei der Probefahrt kommen solche Geräusche auf uns zu. Das wird der Hammer. Das hört sich richtig geil an. Der 310 PS Cupra geht ab wie Schmitz' Katze. Oh, ist das geil. Der hat aber auch Bums, der Kollege. Hallo. 310 PS hast, da musst du auch mal den durchblasen, aber richtig. Ne? Und der fährt ja auch dann 250, 260. Während in Villarriba ist Villabajo schon auf der Überholspur. Dafür hat der Wolf im Schafspelz auch seinen Preis. Guck mal, wenn ich jetzt mit allem drum und dran bei 15 wäre, dann sind nein, natürlich. 15! Hast du schon mal gesagt, zieht nicht. 14,8. 14,9. Das Spielchen braucht. Komm, dann treffen wir uns da auf der Mitte. Nein, wir treffen uns überhaupt nicht. Nein, ja, muss ich ja auch nicht. Jetzt mal unter uns. Ich habe zweimal mit einer Frau verhandelt. Die sind strenger als die Männer, ich sage es dir. Ich sage es dir wirklich. Ey. Die haben mich auflaufen lassen, mal. Da habe ich gesagt, ich kaufe den Wagen nicht, weil ich keinen Bock hatte. Ich war 2,5 Stunden mit der Frau. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Mein letztes Angebot, 14,9. Aber es ist wirklich das allerletzte. Also wir haben 14,9. TÜV? Ja. Reifen? Ja. Das sind die. Platz 10, der Seat Cupra mit 310 PS Emotion. Für Rang 9 packen wir noch 30 PS drauf. Dieser Chrysler 300C wirft 340 Pferdestärken in den Ring. Chrysler 300C mit 340 PS. Das ist mal ein Auto. Ja, den fährt der Semmelrogge, das Ding da.
Und dann seine Frau, die ist noch kleiner als er. Wenn die dahinter sitzt, dann denkst du, ein Kind, sie sind am Steuer. Der Clou, seine 8 Zylinder führen ein Doppelleben. Ein technisches Highlight wie eine Zylinderabschaltung. Das ist auch ein guter Trick, ne? Dass man einfach ein paar Zylinder abschaltet, um zahmer fahren zu können. Ne? Seltsames Prinzip eigentlich. Und zwar sind die in der Lage, 2 Zylinder links und 2 Zylinder rechts nur noch zu betreiben. Das spürst du kaum im inneren Fahrbetrieb. Es ist quasi wie ein V4-Motor. Arbeitet normal weiter. Du merkst da so einen kleinen Übergang, dass es so ein bisschen ruckt. Und dann haben wir quasi nur noch die Hälfte der Zylinder, die mit Sprit versorgt werden müssen. Und das ist ziemlich cool. Ja, das ist wirklich cool. Ja. Weil du einfach nur die Hälfte vom Sprit brauchst. Und eigentlich musst du sowieso eine Gasanlage einbauen. Klar. Bei voller Power soll die US-Rakete allerdings keine Gefangenen machen. Das wollen die PS-Profis Sydney und JP testen. Die Werksangabe ist 6,7 auf 100, ne? Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Los. Wie das so röhrt, das ist schon geil. Stopp. 7,5, mach 7,4. Heißt, von 0 auf 100 ist der Kombi eine gute Sekunde langsamer als angegeben. Aber das ist schon deutlich schwächer. Mit Zylinderabschaltung ist der 310 noch langsamer. Wie kann man das am besten demonstrieren, Sid, JP? Vielleicht mit einem Vordersitzduell? Hey. Wollen wir ein Wettrennen machen und sitzen? Alter, ich wollte gerade sagen, das ist super schnell. Ja, am besten gehen wir nach vorne. Ganz nach vorne? Ganz nach vorne, bitte. Wer zuerst hinten ist. Oh, Scheiße, Alter. Oh, Scheiße. Warte. Also ich bin vorne. Ganz vorne? Mhm. Oh Gott, der Weg. Ja. Wie geil. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Fertig. Ich hab verloren. Boah, aber Turbo, ey. Ja, wahrscheinlich, weil ich so fett bin. 11.950 Euro soll der Protz-Kombi kosten. Felgen, Quertraverse und Ventile müssen allerdings nachjustiert werden. Um Ihnen zu signalisieren, wir sind gar nicht so unverschämt. 10,9. 10,9? Dann wird er sagen, oh Gottes Willen, ne. Boah, ein bisschen sprechen können wir ja. Wir haben ein paar Kleinigkeiten gefunden. Die Felgen, die so ein bisschen angelaufen waren, die man machen müsste. Ein bisschen gordiert. Die Quertraverse vorne unter der Motorhaube, die ein bisschen gemacht werden muss. Ventil einstellen. Okay. Und bitte beachte, ja, es kommt ja nicht jeden Tag hier einer auf den Hof, der hier den Verbrauchsschlitten hier kaufen möchte. In der Kategorie ist sicherlich ganz einfach. Also meine Unterkante bei dem Fahrzeug ist 11.000 Euro, die muss ich fürs Auto haben. Das ist ein gutes Auto. Das ist anders, nicht mehr so an. Was ist denn hier? Da haben wir im Auto gesprochen. Wunderbar. Das macht das so Spaß. 11 Mille. Ja. Also ist klar, natürlich, du hast ein richtig fettes Audi. Platz 9 für den 340 PS Chrysler. Und gleich, es wird noch fetter. Ach, guck mal, guck mal. Ich würden geschenkt nicht nehmen. Und JP verschlägt es bei so viel PS-Power endgültig die Sprache. Platz 8 im Ranking der PS-Protze, ein 350 PS-Geschoss aus Japan. Was kommt jetzt? Auf Jean-Pierre wartet eine Rarität, die locker mit einem Porsche mithalten kann. So, ein alter Bekannter, Supra 2JZ-Motor. Ist cool, oder? Von dem Samurai gibt es in Deutschland nur 200 Exemplare. Sein Besitzer hat nachträglich einen Turbo einbauen lassen. Also dieses Phänomen Supra ist wirklich ganz klar zu beschreiben oder den Ursacher kann man gut erklären. Und zwar dieser Film Fast and Furious kam raus und der Gebrauchtwagenpreis machte Peng und das Auto war sofort im deutschen Bereich. Am Anfang gab es noch keine Importautos bei 15.000 Euro. So, dann haben die Jungs sich gedacht aus England und Japan, weißt du was? Wir haben die hier rumstehen wie blöd, bei uns ist der Hype nicht so groß.
wir importieren ihn mal rüber. Und dann kamen diese Mischmasch-Autos zustande, wo wir jetzt auch waren. Und zwar rechtsgelenkte Autos mit Automatik und Fünfgang und Sechsgang und Linkslenker, Rechtslenker. Und der Neupreis von dem Ding waren 117.000 Mark. Mit Vin Diesel, ja, und wie heißt der, der gestorben ist? Ich weiß jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Paul Walker. Fast and Furious, da weiß ich alles von. Diese Autos, ja, faszinieren mich. Sollen wir uns mal den Motor angucken? Ich schmeiß die Haube auf. Würde ich sagen. Jetzt wird's spannend, Leute. So, was sehen wir nämlich hier? Wir sehen einen ursprünglichen Saugmotor, einen 2JZ-GE-Motor, der umgerüstet wurde mit einem Turbonetics-Turbo-Kit auf die Leistung von einem GTE-2JZ-Motor. Aber warum ist dieser ganze Hype auch entstanden? Weil grundsätzlich sind das die, und das meine ich wirklich ernst, die besten und stabilsten Motoren, die je entwickelt worden sind. Wir haben einmal einen sehr, sehr, sehr soliden Graugussblock. Der ist jetzt verdichtet mit 10 zu 1, nicht wie die Turbomotoren 8,5 zu 1. Aber trotz alledem, wie viel Ladung fährst du jetzt? 0,6 Bar. 0,6 Bar. Siehst du, 0,6 Bar und 10 zu 1 verdichtet, geht vollkommen klar. Du kommst auf 350, 330 PS. Richtig. Aber der Grund für diesen Hype ist deswegen, der Grundmotor wurde von einem deutschen Ingenieurbüro entwickelt und gehört zu den solidesten und stabilsten Motoren überhaupt. Der Kopf wurde von Yamaha entwickelt und ist auch ein sehr, sehr, sehr genauer und sehr gut funktionierender Zylinderkopf. Und diese Kombination in Verbindung mit Turbotechnik macht diesen Hype. Nein, das ist keine Aufreißerkarre. Also ich glaube nicht, dass wenn du damit an irgendeine Disse vorbeifährst, dass du da irgendwie jetzt bei den Mädchen extrem Eindruck machst. Nein, das ist ein Spaßauto. Ich würde mich wegdrehen. Trotz des fetten Sounds, Verena, Männer lieben das. Der typische, dieses typische Supra-Gejaule, die Downpipe, ist aber, liegt aber böse an, ne? Ah, endlich wieder Sound. Im Film ist der Supra Straßenrennen gefahren. Das war wirklich spannend. Es gibt so viele Freaks, die machen das natürlich mit Autorennen. Aber ich warne davor, ja, so ein Auto unter Kontrolle zu halten, da brauchst du Jahre wahrscheinlich, ja. Und was soll der japanische Rechtslenker kosten? Schmerzgrenze, wie gesagt, weil ein paar Sachen sind dran zu machen. Ein bisschen Kosmetik. 11 Mille. Was macht jetzt der JP? 11 Mille. Hast du gemerkt, ne? Er wollte das gar nicht. Er will gar nicht. Er will gar nicht 11 kosten. Deswegen hat er zu mir gesagt. Ich war ganz ehrlich, Jean-Pierre sagt 10,5 ist cool. Für dich? Für dich auch. Widerrede zwecklos. Unser Platz 8, der 350 PS Supra, aber es kommt noch besser. Augenblick, gleich geht's weiter. JP, recherchiere doch mal schnell Platz 7. Das ist er, unser nächster PS-Protz. Eine Corvette in Rot. War zu schnell, zeig nochmal. Groß genug? Die Straßenrakete aus Trumpland wiegt weniger als 1,5 Tonnen. Topspeed 297 Stundenkilometer. Das ist ein PS-Protz, der nur protzt. Ja, deshalb darf die Corvette auf 100 Kilometer auch 27 Liter schlucken. Ja, das ist ein Brett. Ja. Da kannst du sagen, was du willst. Was für ein Baujahr ist denn das? 2002. 2002. Bis 2007 wurde die, glaube ich, gebaut. Genau. Automatik ist sie? Ja, ist Automatik. Ja, Automatik ist eh das Geilste. Was will ich damit? Aber beim Sportwagen. Ich weiß. Ist es Ihr Auto, oder? Ja. Also es hat keine Auto, es hat Automatik, was eigentlich komisch für so ein Auto ist. So ein Auto fährst du normal nicht mit Automatik, oder? Unfallschäden? Nein, auch nichts, gar nichts. Ist ein richtiges... Keine Parkrempler so? Wie bei Hallo, Frauen ich kann so... fahren. Ja, ich wollte ja nur sagen. Das Auto passt jetzt nicht zwingend zu der Verkäuferin, aber nicht jedes Auto passt zu demjenigen, der drin sitzt. Das gibt's ja oft so, oder? Also das ist ja normal. Man muss auch mal das richtige Auto, das passende Auto für einen finden. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Ich meine, in welches Auto würde ich denn passen? Tja, Verena, ist das hier vielleicht dein Herzblatt? Oder doch eher dieses Herzblättchen? Oder vielleicht der Bunny Buggy? Süß. Ja. Vielleicht sollst du noch ein bisschen was aufs Herzchen drauflegen. Ja, ja, genau. Ich bin so ein bisschen bayerisches... Einfaches Mädchen vom Land, in so einem Traktor vielleicht. LS1-Motor.
Sogar ohne, mit Serienansaugtrichter und Serienluftfilterkasten, das finde ich eine sehr gute Sache. Weil offene Ansaugung macht zwar einen mega geilen Sound, aber lässt den Verbrauch absolut in die Höhe schnellen. Also ab auf die Piste. Doch hier gibt es ein Problem. Der Tacho geht nur bis 200? Ja. Bisschen mau, ne? 200? Aber man munkelt, dass sie die 270 schafft. Jetzt angegeben ist 295. Ja, aber 270 ist wohl machbar. Aber du siehst es ja nicht ab Tacho. Dann kannst du den Finger raushalten und mal checken, was ist. Das geht gar nicht. Das darf nicht sein. Und Verbrauch? Wo liegt was ungefähr? 25? Ja, kannst du ein bisschen drüber gehen. Also so 27 ist es. Was, 27 Liter? Ja. Was wollen Sie denn haben für die Schleude? 14.000 Euro für diese rote Corvette. 14,5. Mehr ist nicht drin. Habe ich gesagt? Ne? Ich habe 14 gesagt. Ja, aber 14,5 ist so. Nee, guck mal. Mach ich auch gleich so ein Herzchen hin für dich. Du bist ja wirklich lieb. Die guckt ein bisschen verliebt, sag ich dir ganz ehrlich. Die zieht ihn mit ihren Blicken aus. Kann man hier auf dem Bild ganz deutlich sehen. Die hat den schon ausgezogen mit ihren Blicken. Dann sollten aber auch weniger als 14.500 Euro drin sein. Die Dinge haben jetzt keinen mega Sammlerwert. Und die sind auch nicht super wertsteigernd. Und deswegen 14,2 sehe ich für so ein Ding vollkommen in Ordnung. Das Ding ist ja auch gut. Okay. Pass auf, mein Bruder wird mich wegboxen. Das ist dann jetzt einfach so. Genau. Und wir machen 14,2. Deal. Warum wird denn die das verkauft haben? Ich nehme an, vielleicht war sie schwanger, aber. Wahrscheinlich. Das ist ja immer das Gleiche. Es muss immer das Gleiche sein. Da wird sie schwanger und schon wird Sportauto abgeschafft. Genau, und Kombi kommt dran. Ja. Ich glaube, die hat es geschenkt bekommen damals. Die hatte einen Freund und der hat sie so auf den Trichter gebracht. Und die hat sich auch nicht für Autos interessiert und hatte auch keine Ahnung. Und der hat gesagt, hier, guck mal, und richtig viel PS. Und dann hat sie sich für interessiert. Und dann haben die sich das Auto zusammengenommen und der Typ ist weg, das Auto ist noch da. Und jetzt hat die richtig Herzschmerz. Und deswegen möchte die jetzt das Auto auch loswerden. Das ist die Geschichte. Und das ist die Geschichte der 370 PS Corvette. Unser Platz 7. Zehn PS legen wir noch drauf für diese AC Cobra auf Platz 6 der PS-Protze. Die Cobra. Unglaublich. Bei der Cobra, ne, da bin ich immer sehr skeptisch, weil es gibt so viel Scheiße, ne, auf dem Markt. Das ist unglaublich. Über 50 verschiedene Cobra-Modelle gibt es hier allein. Ja, Replika. Verrückt. Irre. Kohlemäßig muss das Ding gut dastehen, weil für das Geld erwarte ich eine Cobra, die 58.000 Euro soll diese Cobra-Replika kosten. 2007, weiß ich, wurde so eine Cobra Super Snake verkauft. Wisst ihr für wie viel? 5,5 Millionen Dollar. Das ist schon mal richtig geil. Motoren, die reinkommen, ja. Haben 0 Kilometer? Die haben 0 Kilometer, ja. Wir haben einen deutschen Hersteller. Ja, die haben 0 Kilometer. Revidiert definitiv. Oder neu? Nein, neu. Neu. Geil. Wir holen die, also von Hendrik Pütz, das ist unser Lieferant. Ja. Da holen wir die Motoren flatschnagelneu aus Amerika. Mit deutscher Garantie. Die Original-Cobra kommt aus Great Britain. Also dieses Auto hat gelaufen, eine Gesamtfahrleistung von 16.000 Kilometer. Quasi flatschneu, wie du sagen würdest. Genau. Aus dem Karton. Richtig. So, Baujahr ist 95, schadstoffarm, grüne Plakette und hat einen schönen 380 PS Motor. Also der gehört mit 380 PS auf jeden Fall zu den PS-Protzen. Aber sowas von. Hier ist ein verdammter Smallblock drin. Alter Schwede. Aber warte mal, wieso führt ihr denn diese kochend heiße Wasserleitung, ja, direkt am Luftfilter entlang? Wollt ihr, dass der Motor heiße Luft ansaugt? Ach, so limitiert ihr die Leistung. Jetzt hab ich's. Das ist euer Limiter in Sachen Leistung. Richtig? Ja, hat was damit zu tun. Ja, Vorsicht. Ja. Also wenn ihr euch wirklich so ein Ding holen wollt, ne, dann achtet darauf, dass ihr so einen Motor habt. Einmal eine Landersondenregelung, Luftmassenmesser, all diese Faktoren machen diesen Motor zum absoluten Alleskönner. Kann der Motor auch noch Kaffee kochen oder so? Oder? Kaffee nicht, aber dafür macht die Cobra unsere zwei Fakire überglücklich. Also ich glaube, das ist für die Jungs wie Weihnachten, Silvester, Geburtstag und Namenstag zusammen, oder? Geil, ne? Guck mal, wie die sich gegenseitig hochschaukeln. Ich finde das halt voll toll.
Ja, wie sagt der Mann immer, das ist besser als Sex? Ja, ist so. Ist so. Vielleicht lieben deshalb manche Männer ihr Auto mehr als ihre Frauen. Ist geil mit den Kiemen an den Seiten, ne? Sieht das nicht gut aus? Hammer. So, jetzt geht's auf zum Dodge Charger, das Muscle Car überhaupt. Der Kollege ist aus 1966. In dem Jahr wurden 38.000 Stück gebaut. Und einer von den ganzen Kollegen hat in weiß mit roter Innenausstattung den Weg bis nach Düsseldorf geschafft. Auf geht's. Der Charger ist zum Cruisen, wenn du mich fragst. Der ist ja nicht für die Autobahn gemacht. Was willst du mit so einem Auto? Mit so einem Auto fährst du durch die Stadt? Hey, Herr, bei dem Gesichtsausdruck denke ich mir, Sie sind Herr Böse. Richtig, genau. Hi. Deiner? Der Firma, ja. Firma der Firma? Und am geilsten ist es in offen, damit die Leute auch sehen, wer drin sitzt. Aber also um Strecke zu machen, um zu verreisen mit dem Auto, finde ich, ist es nichts. Das ist ein Auto, was 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr fährst und fertig. Für die Fußgängerzone. Genau. Also um gemütlich durch die Fußgängerzone zu heizen. Genau. Ja, ich habe gerade so ein bisschen abgeschalten, wenn Männer über Autos sprechen. Mein Hund bellt auch, der hat es jetzt auch irgendwie. Das war ein langer Vortrag, aber sehr spannend. Ja, fein. Unser Platz 5 der PS-Protze, der Charger. Baujahr 66 mit 389 PS. Also tatsächlich Fußgängerzone mit der Power. Und dann hältst du an, isst ein Eis und trinkst einen Kaffee. Genau. Oder zwei, drei Bier. Und hupst die Leute halt aus dem ja, Weg. Ja, genau, dass sie weggehen. Dass sie weggehen, Leute freuen sich. Weil es ja so ein seltenes Auto ist. Ja, ja, genau. Das ist geil. Also für die Fußgängerzone ist top. Ja. Ja. Kein übertriebener Auspuff. Kein übertrieben lauter Luftfilter. Es läuft ganz, ganz cool und normal. Fett, also wirklich. Echter Hammer. Beim 66er Charger ist ein geiles Stilelement, was nachher in den 69er Charger, zum Beispiel bei Fast and Furious der Charger, mit reingekommen ist. Und zwar diese geilen, wie nenne ich die, Herr Böse? Ja, keine Ahnung. Böse Spoiler? Naja, so Finnen oder so? Nein, keine Ahnung, der Finn eigentlich auch nicht, ne? Keine Ahnung. Das sind Replikas. Auf jeden Fall, diese Teile haben sich quasi einmal gedreht und sind auf die Tür gekommen bei dem anderen Modell. Das heißt, die Jungs fanden das Teil bestimmt geil bei Dodge. Da haben sie gedacht, da kommt nicht zur Geltung. Machen wir bösartiger. Genau. Also, schön sieht er wirklich aus. Der hat den richtig gut gepflegt, ja. Gepflegt und gehegt. Ich mag amerikanische Autos, aber irgendwie nur in den USA. Das spielt für mich eine Riesenrolle. Die passen hier so gut nicht hin. JP dagegen liebt den Ritt mit dem US-Schlitten auch auf deutschen Straßen. Dieses Feeling auch vom Ein Duke kommt selten allein. Das war nämlich auch ein Dodge Charger. Für die TV-Serie wurden angeblich rund 300 Dodge Charger verheizt. Und irgendwie verschlägt es jeden Fahrer bei 389 PS die Sprache. Das Geile ist, man kann diese Kraft des V8-Motors wirklich separat auf die einzelnen Gänge loslassen, wie man das beim modernen Sportwagen kennt. Sonst beim Ami ist immer die aus Automatikgetriebe zwischen der Wandler, überlegt sich immer, ach, dritter Gang oder zweiter Gang? Ach, machen wir doch einen vierten Gang. Und man hat die Leistung nicht so pur unterm Fuß. Wer hat einen dritten und einen vierten Gang? Mein Camaro hat ein Powerglide-Getriebe, zwei Gänge, fertig. Anfahren und der Rest, fertig. Vierter Gang, wofür braucht man das? Keine Ahnung. Und hier, so, zweiter Gang, hab ich Bock drauf. Rein, Vergaser zuckelt ein bisschen. Aber das Ding beschleunigt wirklich wie ein moderner Sportwagen. Wir fahren ganze 100 Klamotten. Ich mag ihn, den Dodge Charger. Dafür gibt's immer einen zweiten Gang, Leute. Ab geht die Post. Also wirklich gefallen tut mir das Auto nicht. Innen finde ich ihn super. Hallo? Hallo? Gut, Platz 5. Der Dodge Charger mit 389 PS. Ist irgendjemand hier, der Lust hat auf 400 PS? Auf Platz 4, das erste deutsche Modell. So. Ich habe mir so gedacht, standesgemäß, für einen der geilsten V8-Autos der Welt stelle ich mich genau hier hin. Vor das geilste Stadion der Welt.
Moment mal, ist das der Koch vom Stadion? Ist das der Stadionkoch? Ein Bayer in Dortmund, ob das gut geht? Ach, BMW M5 ist natürlich geil. Ist er der M5? Also alle M's. Es gibt nichts Schönes, glaube ich, ja, den Vergleich anzustreben mit BVB und den M5 V8. Ja, aber ich sehe das ein bisschen anders als Bayern-Fan. Ja, ich hatte 3 Angebote unterschlagen damals vom Uli Hoeneß. Und ich habe gesagt, bevor ich da hingehe und auf der Bank sitze und verdiene meine Million, mache ich lieber 15 Jahre und spiele immer fleißig. Habe ich mehr von gehabt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, Casala. Zurück zum M5. Baujahr 2000, das stärkste M seines Jahrgangs. Mit 200.000 Kilometer und fährt und fährt und fährt. Komm mal die Haube auf von einem Rinderexpress hier. Ja. Jetzt kommt nämlich der richtige Motor. 5 Liter. V8. So. Der BMW M5-Motor, warum ich ihn so liebe? Klar, er ist ein hochverdichter Saugmotor. Ja, ja, kenne ich. Könnte ich jetzt dir alles erklären, aber mach da jetzt ja gerade. Das Verdichtungsverhältnis bei einem Motor? Ganz simpel gesagt. Man muss sich so überlegen, wir haben ja 8 Zylinder beim V8. In jedem Zylinder ist ein Kolben drin, der rauf und runter fährt. Umso höher er fährt, umso mehr verdichten wir den Brennraum über dem Kolben. Das heißt, wenn wir ein höheres Verdichtungsverhältnis haben, wie zum Beispiel beim M5 von 11 zu 1, verdichten wir oben das Luft-Benzin-Gemisch, was oben eingespritzt wurde, noch extremer. Umso mehr es verdichtet wird und dann gezündet wird durch die Zündkerze, umso heftiger ist die Explosion und umso mehr Leistung entsteht. Das heißt, 11 zu 1 verdichtet ist schon eine Menge Qualm. Jetzt pass auf. Doch frisch, ne? Ich würde sagen, warte. 6.000 Kilometer, 7.000 Kilometer. Weniger. Weniger? Wie viel? 3.000? 3,5? 4. Kann es 4 sein. Ja, komm, 2.000 Kilometer bin ich daneben, aber gute Nase, ne? Riecht an so einem Ölding. Also, du weißt ja, was der für eine geballte Ladung hat an Kompetenz, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Nee. Boah, das ist der Hammer. Ein gutes Näschen beweist der PS-Profi bekanntlich auch auf Probefahrten. Wie fahren sich denn 400 PS, JP? Was wirklich geil ist, ne? Immer kurz bevor man so einkurbelt, wenn man losfährt, dieses Gewitter hinten, ne? Überlegen, 200.000 Kilometer ist dieses Auto schon auf den deutschen Straßen, auf irgendwelchen Straßen dieser Welt hin und her gejuckelt. Das ist schon was. Radlager, Getriebe, Motoraufhängung, all das hat 200.000 Kilometer auf dem Buckel. Und dafür fuhr der Bursche wirklich noch knackig. Getriebe war noch wirklich in Butter, Motor war in Butter, alles fühlte sich gut an. Und spricht wieder für die Qualität. Nicht ganz unschuldig daran sind die leistungsstarken 400 PS. Der kräftige Motor sorgt anscheinend für eine hohe Lebensdauer. Hast du überhaupt schon mal Probleme mit dem Auto? Ich habe nie Probleme mit dem Auto gehabt, nein. Nie? Nie. Nie? Nie. Nie? Nee. Wirklich nicht, nein. Du bist nicht in der Polizeikontrolle? Nie? Nein. Okay. Was heißt das jetzt? Wie viel geht der jetzt runter? So, sag mal, was willst du haben für den Karton? Das, was draufsteht. Was steht denn drauf? 11. 11.000? Das wird zu viel. 200.000 gelaufen. Du kriegst so ein M5 auch für locker 8.000, 7.000 Euro. Die haben das gleiche gelaufen. Was hältst du davon, wenn ich dir einfach mal so 10.000 Euro glatt sage? Da bist du noch fünfstellig, 10 Mille glatt. 200.000 gelaufen. Hä? So wie er ist. 10 Mille? Ich kann auch nicht. Jetzt, ja, 10 Mille jetzt sind wir einig. Von 10 Mille kann ich gehen, aber runter geht gar nicht. Akzeptiere ich. Ja, ist doch gut. Ich meine, der kriegt für 10 Mille eine 400 PS-Karre. Was will er mehr? Platz 4, der BMW M5 mit 400 PS. Und hier kommen die Plätze 3 bis 1. Oh mein Gott, bin mal gespannt. Platz 3 geht an diese Rennmaschine mit sagenhaften 530 PS. Ich denke, wenn man 115.000 Euro investiert, sollte man schon eine gewisse Wertstabilität bzw. einen Wertzuwachs haben. Ja, deswegen ein seltenes Fahrzeug.
Und ich hatte da auch genau was im Blick. Ich möchte einen Lamborghini Gallardo Superleggera haben, weil der wurde nur ein Jahr gebaut. Das Ding wurde nur ein Jahr gebaut, das kennt man doch, aber... Der italienische Stier wird in der Region zwischen Modena und Bologna in Kleinserie gebaut. In Schwarz ist der elegante Muskelprotz ein echter Hingucker. Warum ist eigentlich bei Sportwagen immer Hardrock-Musik drunter gelegt? Das weiß ich nicht. Also Ferrari nimmt man ja in Rot, das weiß man, ne? Also so typische Farbe. Also Lamborghini nimmt man in Gelb, weiß nicht, ich bin mal im Gelben gefahren. Unter dem Navigationssystem ist diese Schalterreihe, ja. Die ist typisch Lamborghini. Und das gab es schon in den Anfängen von Lamborghini, war das deren Markenzeichen im Interieur, also im Innenraum, dass diese Schalter unter dem Navigationssystem so nacheinander angeordnet waren. Und damit hat er so angefangen. Also die alten Lamborghinis, die Miura, so, wie die alle hießen, hatten genau diese Murcielago. Ja gut, das ist ja schon spätere Ära. Ja, also die alten, diese 60er Jahre Lamborghinis. Er wollte ja damals dem Ferrari, hat ja mehr oder weniger einen Krieg angesagt, indem er ja gesagt hat, ich mache einen Sportwagen, der ist mindestens genauso schnell wie ein Ferrari, nur besser. Ist das der Optenhöfel links? Nein, das ist der Autoverkäufer. Das war doch der Matthias Optenhöfel. Nein, das ist der Autoverkäufer. Der verkauft jetzt Autos. Ja, aber das soll auch keiner wissen. Verkauft was? Das wusste ich nicht. Das ist wirklich Matthias Optenhöfel. Das ist Optenhöfel, natürlich. Oh. Ja, schon schick, ne? Das ist natürlich V10, ich find's toll. Also ich finde wirklich, ich mag V10. Super Sound. Die Abgasanlage sorgt für einen fetten Sound. Und ganz ehrlich, das hört sich besser an als Rockmusik, oder, Verena? 530 PS könnte ich mir sehr gut für mich natürlich vorstellen, absolut. Vor allem, weil ich halt wirklich nur von der Maxvorstadt mal nach Schwabing fahre und vielleicht mal nach Taufkirchen zur Mama raus. Aber so mit 530 PS kann ich mir das auch durchaus vorstellen. Casala auch? Casala? Casala! Ist der Wahnsinn, oder? Also es ist schon, sieht schon super aus. Aber ich bin wirklich einfach kein Freund von italienischen Sportwagen. Die sehen schön aus, aber ich finde die Technik irgendwie, ja, man hört halt so viel. Es ist, ich weiß nicht, ich würde mir halt ein deutsches Sportauto kaufen. Carbon ist hier ein großes Thema, ja, weil wir haben Carbon-Seitenspoiler, ne, Carbon-Spiegel und Carbon-Türtafeln. Ja? Und dann haben wir noch Mitteltunnel-Carbon, dann haben wir noch eine Haube aus Carbon. Carbon macht den Wagen leichter und dadurch noch schneller. Der Topspeed des Lamborghini 325 Stundenkilometer. Also Sitz, anschnallen und rein ins Vergnügen. Yippie! Soll ich dir was sagen? Ja, ich glaube, ich verkaufe den gar nicht mehr. Kann man sich schon auf die Straße trauen. Das Coole ist, der Allrad, der ist ja sehr hecklastig. Das heißt, ja. Du kannst ja auch jetzt, wenn wir jetzt leider kein Parkett hätten, du kannst mit Oversteer, so richtig mit, du kannst richtig schön mit einem leichten Riff rausgehen aus der Kurve. Ja, kannst du das? Ja. Aber jetzt nicht mit dem, oder? Nein, ist ja auch deiner. Ist ja alles schön und gut, aber was kostet solch ein Geschoss überhaupt? Da bin ich mal gespannt. Wie lange hast du denn jetzt schon Hand aufs Herz? Ich habe den schon ein Dreivierteljahr. Aber ganz ehrlich hatten wir bis jetzt, ich glaube, nur ein oder zwei Kunden, die das Auto ernsthaft kaufen wollten. Und sonst aber auch keine Probefahrttouristen oder was auch immer. Ja. Kein Wunder, wer kann sich diesen 530 PS-Protz schon leisten? Wir haben ihn jetzt auf so ein unteres, wir müssen links, unteres Preislevel hier abgepreist. Und was war er vorher? Der war vorher bei 124, also wir haben den jetzt 10.000 Euro reduziert und eben auf 115 oder 114, 940 und ja. Und das ist dann dein? Das ist mein Preis. Das ist dein Preis? Ja, ich würde ein Geschenk nicht nehmen. Also geschenkt würde ich ihn nehmen. Geschenkt würde ich, für einen 100er würde ich ihn auch nehmen. Ja.
Aber jetzt nicht sagen, ich gehe nach Hause und überlege mir das. Ne? Jetzt machen wir aber auch Tacheles. Ja, warte mal. Warte mal. Oder bist du etwa so ein Probefahrtourist? Nein. Ich bin froh, auf jeden Fall. So, war schön, ne? Ja, war sehr schön. Wir hören uns später dann, ne? Ja, ich überlege mir das dann, ne? Genau, also von denen habe ich genug. Aber. Wir müssen nicht mehr überlegen. In Stein gemeißelt Platz 3 der PS-Brotze, der italienische Stier, der Lamborghini. Und gleich Maranello-Monster gegen Agenten-Power. Wer ist der größte Protzprinz? Irgendwas, was Fettes. Es muss wirklich in die Fresse sein. Du kaufst hiermit die Lizenz zum Töten. Du bist James Bond. Sind denn da Waffen serienmäßig an Bord? Die Entscheidung. Es kann nur einen geben. Gestatten, Mr. Aston Martin. Unsere Nummer 2. 573 PS im Auftrag Ihrer Majestät mit der Lizenz zum Protzen. Natürlich, wenn du Aston Martin hörst, dann denkst du an James Bond. Erzähl mir doch mal was. V12. Also V12, das ist ja das Spitzenmodell, Nachfolger eigentlich vom DBS, wenn man den noch kennt. Ne? Den originalen Vanquish. Den ersten Vanquish war einer der ersten Autos mit Klappenabgasanlage, wo ich tierisch schon verliebt war. Das Auto hatte den besten Start, den besten Anlassermoment von allen Autos eigentlich. Wenn du einen Aston Martin Vanquish, erste Modellreihe angemacht hast, machte das. Da hörst du im Nachbarort, wann der losfährt. Das ist das Maß der Dinge an Coolness. Ist so. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Du steigst aus diesem Auto aus und bist. Du kaufst hiermit die Lizenz zum Töten. Du bist James Bond. Sind denn da Waffen serienmäßig an Bord? Oh. Ist das keramikbeschichtet oder was? Das weiß ich allerdings. Die haben aber alle diese Schicht. Weiß? Wie cool musst du sein, um einen weißen Motor zu haben? Krass. Wir sehen riesengroße Drosselklappen hier auf der Seite. V12, mega extrem lange Ansaugwege. Das heißt, wir haben bestimmt gleich sehr viel Drehmoment. Ja gut. Der Verbrauch ist natürlich auch höher, ist auch ganz klar. Aber das ist ja fürs Auge ist das natürlich sensationell. Ja. Wasserleitungen, die so groß sind wie Ladeluftleitungen. Und für mich macht es fast den Eindruck, als ob die von Aston Martin selber Probleme hatten, diesen Motorraum zu bekommen. Weil guck mal, wo die Lichtmaschine sitzt. Selbst die Lichtmaschine ist da so outgesourced an der Seite. Der Trümmer passt hier gerade mal so rein. Und das Auto hat jetzt keine kleine Haube. Guck das mal an. Ja, das ist so der Raum hier. Und da ist ein 6. V12 drin. Also das ist schon eine Ansage, sag ich mal. Boah, die Haube ist aus Carbon. Krass. Serienmäßig an Bord des Bond-Flitzers ein Regenschirm für schlappe 400 Euro. Was, für die kleine Pieps-Möhre hier so viel Geld? 3 Regenschirme, 1200 Euro. Steht dir aber. Genau, wir sind in Köln. Wir zwei beiden. Mary Poppins. Wir zwei beiden und unser roter Aston Martin in Köln. Ich glaube, wir kommen so gut an. Sind wir noch hier? An den? Oh, sind wir nicht ein Pärchen? In Köln geht das durch. Dann lass den britischen Agentendienstwagen doch mal von der Leine. War laut, ne? Aber man hört, wie die Klappenanlage die ganze Zeit regelt. Mach nochmal. Wow, fetter Sound. Fett, also super. Können wir ihn nicht abmachen? Warte mal. Geh doch mal Gas. Ja. Jetzt bleibt doch durchgehend auf. Wenn du mir zwei kleine Schrauben gibst, dann legen wir die lahm. Klappen funktionieren technisch so. Du hast eine Membran, diese Membran wird über Unterdruck angesteuert und bewegt eine Klappe, die sich wirklich in den Abgasstrom stellt und somit die Abgase an diesem Weg hindert, weiterzugehen und geht durch den Dämpfer durchgeführt. Wenn man jetzt aber diese Unterdruckschläuche abnimmt, ist die Membrane entlastet und im Ruhezustand ist die Klappe offen. Somit ist dort kein Regelwert mehr da, das heißt, sie fährt nicht zu und nicht auf und die Abgase gehen ungestört durchgehend raus in die freie Welt.
Und Spion JP stellt sich nur noch die Frage, will er seinen Aston Martin nie geschüttelt oder gerührt? Jetzt bin ich aber ich bin ehrlich im Preis. 174,9. Das ist ein geiler Preis. Du wolltest auch 174 haben. 174, der kostet 178. Wie kommst du auf 174? Oh, hat Ali mir 4.000 Euro runtergelassen von so einem Auto? Der ist schon billig. Schnäppchen. Der ist schon billig. Günstig. Bei so einem Auto dürfen wir nicht von billig sprechen. Würde ich so viel Geld für ein Auto ausgeben, aber niemals im Leben. Platz 2 mit 573 PS der Aston Martin. Und jetzt kommt der Knaller. Krass. Wo ist der protzigste PS-Prinz zu finden? Natürlich in Dubai, in der Stadt der unbegrenzten Pferdestärken. Hier wollen JP und Sydney den ultimativen PS-Protz aufspüren. Und sie werden nicht enttäuscht. Mann, ist das ein geiler Job. Also ich würde für euch auch mal einen Kofferhalter machen, ne? Irgendwas, was Fettes. Es muss wirklich in die Fresse sein. Was kommt jetzt? Ich bin jetzt gespannt, was kommt. Ich bin gespannt. Das ist der F458 aus der Ferrari-Schmiede in Maranello, unser Spitzenreiter. Unter der Haube dieses Monsters lauern 650 PS. Guck mal, boah, ey. Guck dir das mal an. Auch unsere PS-Profis fühlen sich im Land von 1000 und einer Nacht wie in der 1002. Nacht. Guck mal, den geht einer ab sogar. Guck mal, den geht richtig einer ab. Der 458er ist halt schon richtig geil, ne? Allein die Breite der Felge, ja, wie tief die nach innen geht. Und das ist wirklich breit. Wenn du diesen Weg hier wählst, von diesem Autoumbau, von Liberty Walk, du musst das ganze Seitenteil abschneiden, richtig? Allerdings. Also du entwertest erstmal dein Ferrari 458. No way of return. Nee, also one way. Das ist so eine Glaubensfrage, ob man einem 458er das antut. Doch wer den Sound des Ferrari hört, der fällt vom Glauben ab. Geil, sowas zu sehen. Das sind momentan die Könige der Szene, kann man wirklich sagen, diese Autos. Unheimlich beliebt, sehr, sehr, sehr dramatisch von der Optik. Und ich war sehr happy, wo ich es gesehen habe. Fährt das italienische Pferd denn auch? Der Sound, der erinnert mich sofort an Monza, weil da war das erste Mal, dass ich den Wagen fahren durfte. Und mein Gott, da werden Erinnerungen wach. Das ist Musik in meinen Ohren. In 3,4 Sekunden von 0 auf 100, Topspeed, 320 Stundenkilometer. Larry grinst. Geiles Auto. Der Sound ist geil. Ja? Ja, also Fahrwerk, also Kurven, also alles geil. Thank you very much, but nice to meet you. Ist der Wahnsinn, oder? Okay, thank you, man. Bye bye. Thank you very much. Also für mich in Dubai. Ja, für mich auch. Voll ein Highlight. Ja. Optisch 1 plus. Also hier. Also wirklich, optisch 1 plus plus. Danke, plus, danke, plus. danke. Super. Also der 458er ist mit 650 PS auf jeden Fall ein PS-Protz. Und zwar der beste. Platz 1 der PS-Protze, der Ferrari 458 mit unglaublichen 650 PS.